Tag auch. Ich habe gestern oder was vorgestern, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich bin alt. Meine Douglas Box of Beauty bekommen, diesen Monat sehr spät. Und man durfte sich diesen Monat auch nicht selbst aussuchen, was man drin haben wollte. Angeblich, um uns ein bisschen nicht noch zusätzlich zu stressen in der Vorweihnachtszeit. Fand ich erst ganz witzig, den Gedanken an. Letztendlich, als ich meine Box dann geöffnet habe, war ich doch ein wenig, naja, hätte ich mal doch meine Sachen selber aussuchen dürfen. Ja. Erstmal war eine Karte dabei, fand ich schon mal süß. Merry Christmas und dann ein kleines Dankeschön vom Douglas-Team und so weiter. Ja, danke. Sehr aufmerksam. Und dann kommen wir mal zum Inhalt dieser Douglas Weihnachtsbox. Ja, behaltet im Hinterkopf, es handelt sich hier um die Weihnachtsbox. Wieder ist ein 10% Rabattgutschein drin. Ich gucke gerade, ob der einen Mindestbestellwert hat. Glaube nicht. Als festliches Weihnachtsspecial enthält Ihre Xmas Box of Beauty zudem einen süßen Gruß von Hassel. Da. Ja, danke. Eine Duftprobe von Thomas Sabo Glam and Soul Woman. Sekunde. Bitteschön. Ein Parfumpröbchen, welches ich in jeder Douglas-Filiale bekomme. Eine exklusive Vorpremiere Boss Orange Woman. Der neue Boss-Duft wird erst nach den Weihnachtsfeiertagen offiziell im Handel erhältlich sein. Nur unsere Box of Beauty-Abonnenten haben die Chance, ihn schon vor dem offiziellen Verkaufsstart kennenzulernen. Ich lese diese Karte jetzt übrigens gerade zum ersten Mal, deswegen. So, das ist auch ein Parfumpröbchen. Ein ganz normales Parfumpröbchen in der Weihnachtsbox. Ich krieg's da nicht raus. Nein! Das hat wieder diesen widerlichen Nicht-Sprüh-Mechanismus. Und ich mag diese Dinger nicht. Ich mag sie einfach nicht. Man kriegt sie nicht auf und wenn man sie aufkriegt, spritzt man sich die Hände voll mit diesem Duft. Und wenn man ihn nicht mag, hat man Arschkarte. Ja, ist okay. Kann man machen. So, dann habe ich in meiner Box. Moin. Von Clarins eine Hydra Quench Cream Mask für Dehydrated Skin. 15 Milliliter. Eine reichhaltige Crememaske, intensive Feuchtigkeit. Mit Rinde der Kater frei. Irgendwas. Und irgendwelchen Knospen. Ich mach das mal auf. Clarins ist ja echt eine gute Marke. Also finde ich gut. Ja, sieht gut aus. Ich habe jetzt nicht unbedingt so die Probleme mit nicht vorhandener Feuchtigkeit in meinem Gesicht. Aber ich muss mal gucken. Es wird ja auch wahrscheinlich noch kälter und dann. Mal gucken, also ja, mal gucken. So für die Scherz okay. Dann haben wir drin von Kenzo ein Eau de Toilette 4 Milliliter. Ich werde sie diesmal öffnen. Mich interessieren diese Duft. Es gibt ja viele, die so scharf sind auf diese Duftminiaturen. Mich interessieren die eigentlich null. Deswegen hätte ich mir das Ding jetzt selber nicht ausgesucht. Hat das einen Drehverschluss? Für mich ist das mehr so ein Frühling-Sommer-Duft. Es ist ziemlich frisch und leicht blumig, würde ich jetzt mal spontan sagen. So sieht das Teil aus. Ich denke mal, dass ich das dann eher irgendwann mal mit in eine Verlosungsbox packe oder so. Oder wenn da irgendjemand mega scharf drauf ist, wenn jemand von euch das sammelt, schreibt mir mal.
Dann haben wir von Weleda eine reichhaltige Pflegelotion. Aber ist sie jetzt fürs Gesicht oder für den Körper? Die sieht so aus. Da sind drin 20 Milliliter. Weiß das jemand, ob das fürs Gesicht oder für den Körper ist? Weiß ich nicht. Ich kenne mich mit, also ich habe nichts von Velida. Dann haben wir von Shiseido so ein eine Bio-Performance Super Exfoliating Disc. Ist also quasi ein Schwämmchen zum Peelen. Und kann ich das Ding öfter benutzen oder kann ich das nur einmal benutzen? Steht hier nicht. Weiß das jemand? Kann ich das nur einmal benutzen oder kann ich das mehrmals benutzen? Das sieht so aus und da ist halt dieses. Hier sieht man das auch. Ist halt so eine Art Schwämmchen drin und das muss man anfeuchten und dann ist da so ein Serum mit integriert quasi und das damit kann man sein Gesicht quasi massieren und peelen und exfolieren. Die Originalprodukte, ich kann jetzt nicht aufs Wort. Die Originalprodukte in dieser Box sind von NYX hört sich für mich falsch an. Eigentlich hört sich beides für mich falsch an, weil ich weiß ja, dass es eigentlich NYX heißt, aber gut. Wenn die deutsche Geschäftsleitung möchte, dass wir alle NYX sagen, dann sagen wir das natürlich. Ich versuche das gerade mal auseinander zu fummeln. So, wir haben hier also einen Lipgloss in der Farbe. Sekunde. Hier steht RLG 13, aber das normalerweise haben die Dinger doch Namen. Peach. Steht unten drunter. Das ist also die Farbe Peach. Das ist mit so Flitter-Glitter-Partikeln. Ja. Ist jetzt für mich eigentlich mehr eine Frühlings-Sommer-Farbe. Ich bin heute aber auch am Mosern, wa? Moment, ich muss mal was entsorgen. Und dann ist hier ein Nagellack drin in der Farbe Mushroom Glitter. Das ist dieser hier. Ich finde, der passt optimal in die Weihnachtszeit. Erinnert mich sehr an den Beyond Cozy von Essie. Ich krieg ihn gerade nicht auf, verdammt. So, und ich denke mal. Ich denke, dass ich ihn verlosen werde. Weil ich den Beyond Cozy ja habe. Deswegen brauche ich den ja im Grunde nicht. Jetzt habe ich den natürlich gerade schon einmal aufgemacht, aber das ist natürlich nicht tragisch. Hoffe ich. Das war jetzt meine Box. Ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, dafür, dass es die Weihnachtsbox ist, genau wie bei der Pink Box, finde ich, da hätte sich Douglas ein bisschen was Festlicheres einfallen lassen können. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht irgendwie, die haben ja jetzt öfter mal, wenn du einen gewissen Wert bestellst, dann hast du irgendwie so ein kleines Perlenarmband mit drin oder irgendein Charm oder irgendwas Festlicheres, irgendwas Weihnachtlicheres. Da ist für mich nichts Weihnachtliches drin. Das finde ich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob ich die Box behalten werde. Also, ob ich die Box nicht wieder entabonniere oder deabonniere. Ich weiß nicht. Douglas. Das war jetzt definitiv für mich ein Griff ins Klo. Ich habe übrigens im März Geburtstag und da erwarte ich, falls ich die Box bis dahin noch abonniert habe, was richtig Tolles. Wisst ihr Bescheid, ne? So, das war meine Box. Was habt ihr in eurer Box gehabt? Ich habe schon gehört, manche hatten was von Dermalogica drin. Claudia hatte irgendwas ziemlich Cooles drin von Smashbox. Warum habe ich das nicht? Ich gehe jetzt eine Runde heulen. Euch allen eine wunderschöne Vorweihnachtszeit, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.